habe gerade erfahren, dass ich zu alt bin, um eine Disney-Prinzessin zu werden. Drei Stunden geschlafen, schon wieder nur. Ja, guten Morgen, Leute. Ich bin aufgewacht und der erste Kommentar, den ich sehe, also einer der ersten, ist von wegen, ach, ich dachte, heute kommt kein Ach, Steffi, weil Samstag ist. Und ich so, es ist Samstag. Samstags kommen die Ach-Steffi-Videos, also Samstag und Sonntags kommen die Ach-Steffi-Videos, doch eigentlich erst um 10.30 Uhr. Huch, was ist das denn? Neu starten? Nein, ich will nicht neu starten. Hey, das Handy hat zu viele Knöpfe. Ich komme ständig an irgendeinen Knopf. Nochmal, kurz, um das zu wiederholen. Eigentlich kommen die Videos samstags und sonntags erst um 10.30 Uhr. Findet ihr das zu spät? Dann schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Oder hier, ist es da? Ja, könnt ihr abstimmen. Dann gucken wir mal, ob ich Samstag, Sonntag das Video ein bisschen früher hochladen soll. Sagen wir vielleicht 9.30 Uhr. Wie schaut's aus? Ich habe mega Lust auf Pancakes. Ich will Pancakes. Am besten die Pancakes von meinem Abschlussbrunch in San Francisco. Oh, die waren so gut. Okay, ich habe jetzt zwar keine Pancakes, aber ich habe hier eine wunderschöne Waffel, wo sogar mein Name draufsteht. Und oh mein Gott, guckt es euch an. Ach, da ist Nutella, Apfelmus, Erdbeeren, Kiwi. Irgendwas habe ich noch. Ah ja, Apfel mit Zimt. Also Apfelstückchen mit so Zimtrundung und Puderzucker und Schokosauce obendrauf. Ich habe jetzt noch nicht bestellt, aber es ist lecker. Und es kostet, ist echt voll krass, es kostet 9 Franken. Das ist total nicht viel. Und Kaffee, weil ich noch gar keinen Kaffee hatte. Ach, da bin ich übrigens da in der Wonder Waffle. Wonder Waffle! Das ist der neue Bern und ich bin das erste Mal hier, wo es schon so lange gibt. Guck, ich zeige euch mal ein bisschen das Restaurant. Das alles hier, das alles bis hier ist inklusive. Inklusive. Das ist awesome. Und dann kann man hier noch ganz viel mehr drauf packen. Einfach alles, wo man eigentlich, wo hier vorne ist im Regal, da ist noch Eis. Und ja, einfach alles. Ein bisschen großes Stück, aber nee, das geht nicht. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ich gehe nie wieder weg. Nie wieder. Hier hinten stehen schon ganz viele Polizisten wegen der Demo, die heute ja stattfinden soll. Ich hoffe, die finden nicht statt, Mann. Ja, im Moment ist alles noch sehr friedlich hier eigentlich, so wie immer am Samstags. Ein bisschen weniger Leute als gedacht, aber wir sind wahrscheinlich alle auf dem Gurten, von dem wir alles easy. Aber es ist wirklich, ich bin froh. Ich hoffe, es bleibt so. Ich habe jetzt gerade so einen von den Security, also von den Polizisten gefragt, ob die Demo stattfindet, weil die alle da stehen. Und sie haben gesagt, ja, die Demo sei nicht bewilligt, aber es können trotzdem Leute kommen und demonstrieren. Ich meine, es ist ein freies Land hier, ne? Und sie wissen aber nicht, wie viele das kommen und wie groß die Demo wird. Und ich hoffe einfach, dass es nicht eskaliert. Das wäre richtig kacke, Mann. Mann! Okay, da hinten mit dem schwarz-roten Fahnen, da läuft eine Gruppe entlang und hier kommt auch schon das Polizeiauto hinterher. Oh mein Gott, die machen das tatsächlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen fassungslos. Ja, bis jetzt noch extrem klein und ich glaube, also ich hoffe nicht, dass es noch weiter wächst und dass es zu Ausschreitungen kommt. Guten Festival, letzter Tag und wir haben uns, ja, vierter Tag und wir haben uns ready gemacht. Heute sind wir nur zu zweit und wir haben wieder einmal Glitzer im Gesicht und
Ja, ja, ein bisschen so. Und ich habe mir die Nägel gemacht. Endlich. Oh mein Gott. Ich wollte das ja schon seit dem ersten Tag machen. Habe ich ja dann nicht geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, während sie sich die Haare noch mit Colorista gefärbt hat. In Pastellrosa. Ich finde es schön, schön aus. Ist okay, ist okay. Nee, es ist schön, ist schön. Sie hat halt nicht sehr hellblonde Haare, deshalb ist es ein bisschen dunkler, aber schön. Ist okay. Okay, jetzt weiß ich, warum die Mädels mit den langen Fingernägeln immer Sprachnachrichten schicken. Das ist voll nervig. Ich hasse es jetzt schon. Gut? Quesadillas? Super! So cool! Woohoo! Hallo! Cheers! Wir sind gerade im Chillen. Muss ich Deutsch, gell? Ja. Kannst du Schweizerdeutsch machen, Ungertitel? Bitte mit Ungertitel. Okay, mach Ungertitel. Deutsch ist so doof. Aber ja, ich wollte nochmal sagen, hier ist es so herzig. Wir sind wieder ab vom Bitz. Aber jetzt sind wir echt im Wald. Ja, wir sind im Wald. Wenn man Klettergerüst und eigentlich ging um einen tollen Schuss normalerweise. Sehr. Aber es ist echt cool. Wir sind wow. Happy. Wir sind happy. Mit Bier. Cheerio. Cheers. Anja, bist du happy? Ich bin sowas von happy. Eine kleine Glasse. Ich mein, die beste Gelateria, die Berna, ever. Ne? Hier auf dem Gösche. Was gibt's Besseres? Nee. Was hast du? Sei mal Schocki. Hä? Sei mal Schocki. So gut. Also ich hatte vorhin gerade eine Rösti und ich mag kein Eis mehr. Aber es gibt nichts Besseres als Rösti mit Speck. Und Spiegway. Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Ja, Leute, ich habe gesagt, ich gehe erst nach Hause, wenn es draußen hell wird. Das habe ich geschafft. Hui. Ja, Freunde, es ist jetzt kurz nach 6 Uhr. Ich bin endlich zu Hause. Ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile ziemlich müde. Aber ich schneide jetzt noch das Video für euch und dann gehe ich schlafen. Und ja, an dieser Stelle wollte ich einfach noch sagen, dass ich mich so, so sehr darüber freue, wie ihr euch freut, dass jeden Morgen also Montag bis Freitag um 6.30 Uhr ein Video kommt und eben auch Wochenende. Ich freue mich riesig, dass es euch so gefällt und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, wie gesagt, ich beeile mich jetzt, dass ich das Video noch fertig kriege und dann sehen wir uns morgen. Tschüss zusammen.